So, wir feiern heute 50 Jahre Mondlandung. Ich war damals so knapp 18 Jahre, kann mich noch an sehr, sehr schlechte Bilder erinnern im Fernsehen. Eine enorme Spannung, die bei uns herrschte und eigentlich, dass man sich gar nicht vorstellen konnte, dass Menschen wirklich geschafft haben, durch die Tiefe des Weltraums bis zum Mond zu gelangen und dort zu landen. Heute sind wir eigentlich kurz vor der gleichen Revolution mit neuen Raketen, die in den nächsten Jahren starten werden. Und für heute Abend hatten wir geplant, leider keinen Mond, sondern Saturn und Jupiter. Und wir hoffen auf den Wettergott. Es soll im Lauf der Nacht aufklaren, sodass vielleicht noch die Möglichkeit besteht, hier vom Obermarkt aus die Planeten zu beobachten. Ja, das war so gewesen. Ich bin damals von meiner Schwester geweckt worden und wir haben ein Jahr vorher unseren Schwarz-Weiß-Fernseher bekommen und als ganze Familie uns dann vor dem Fernseher versammelt zur nächtlicher Stunde und haben dann diese Schwarz-Weiß-Bilder, die so schemenhaft angekommen sind, dann bewundert und das war für uns schon ein gigantisches Erlebnis. Ja, die Mondnacht in Alzey ist, fand ich, eine gute Idee. Deswegen bin ich auch gerne hierher gekommen, einfach um dieses Ereignis, das vor 50 Jahren stattgefunden hat, noch einmal in Erinnerung zu rufen, was das damals doch für eine Besonderheit gewesen ist, Menschen auf den Mond zu schicken und auch dann wieder unverletzt zur Erde zurückzubringen.